Hallo und herzlich willkommen zum Webinar von Searchmetrics und den Revolvermännern. Heute ist unser Thema Online-Reputationsmanagement und jetzt geht's los. Für alle, die noch nicht in einem Webinar von uns dabei waren, also ganz schnell, Sie können Fragen stellen über die Fragemaske. Sie können ein paar interessante Weiterlektüre-Sachen finden bei den Links unten und Sie bekommen am Ende eine Follow-up-E-Mail mit der Aufzeichnung, also falls Sie was verpassen. Keine Probleme da und Sie können bei technischen Problemen auch Fragen stellen, sie werden beantwortet. Wer sind wir heute? Ich bin Steven Schkapen, ich bin Senior Content Marketing Manager bei Searchmetrics, SEO und Content Marketing Plattform hier in Berlin und ich werde hauptsächlich das Thema aus suchmaschinenrelevanten Sicht erläutern, aber weil das Thema ganz breit ist, freue ich mich, dass wir heute auch Christian Scherr von den Revolvermännern hier haben und er wird dann sich auch vorstellen. Hallo Christian. Grüße dich, Steven. Hi. Ich habe gerade festgestellt, ich glaube, ich brauche ein aktuelleres Foto. Ja. So, möchten Sie sich auch... Wie hättest du es gerne? Ja, dann stell dich vor. Wer bist du? Was sind die Revolvermänner? Super. Also, Christian Scherk ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer der Revolvermänner. Wir beschäftigen uns mit dem Thema, wer hätte es gedacht, Online-Reputationsmanagement. Unser Thema heute. Wir machen das schon mittlerweile seit 12 Jahren. Wir waren eine der ersten Agenturen, die sich dieses Themas angenommen hat. Wir haben eine sehr, sehr spezielle Dienstleistung, weil wir eben nicht nur Online-Reputationsmanagement machen, sondern Reputationsmanagement im Ganzen. Und die Dinge haben sich im Laufe der letzten 10 Jahre doch deutlich verändert. Also offline und online ist enger zusammengerückt. Wir haben IT-Forensiker in unserem Team, Fachleute für psychologische Kriegsführung, Kommunikationsexperten und so weiter. Das heißt, wir haben im Grunde genommen ein sehr großes Portfolio. Wir machen das für Persönlichkeiten des öffentlichen Interesses, für DAX-Unternehmen, für große Mittelständler, Spitzensportler, Celebrities, CEOs und so weiter. Ich, wie schon gesagt, bin der Gründer und Geschäftsführer und bin auch noch Sachverständiger bei der Bundesregierung eben für Fragen der digitalen Partizipation und des Reputationsthemas, aber auch der Cybersicherheit. Genau. Und dann machen, oder? Genau, also auch nur ganz kurz vorab, also falls Sie noch nicht wissen, wir hatten neulich ein White Paper über das Thema, also falls Sie sich noch intern wohl da reinlesen möchten, da werden so ähnliche Themen angeschnitten, zusammengefasst, können Sie von unserem Knowledge Base im Internet herunterladen. So, jetzt geht's los. Wir fangen an. Was ist Online-Reputationsmanagement? Und da würde ich auch an Christian übergeben. Aus deiner Sicht, was ist Online-Reputationsmanagement? Genau, es gibt so einen schönen Spruch von Wilhelm Busch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sie es gänzlich ungeniert. Wir haben im Grunde genommen, wenn wir über das Thema Reputationsmanagement sprechen, geht es darum, wie ein Unternehmen oder wie eine Person im Web natürlich dargestellt wird. Und wir haben es heute natürlich mit Journalisten zu tun, die im Netz recherchieren. Wir haben es mit allerlei Stakeholdern zu tun, Investoren, die als erstes ins Netz gucken, weil es so einfach ist und so schnell geht. Im Grunde genommen ist es wichtig, dass man eine positive Reputation hat. Wir haben auch Kandidaten, die sich bei uns beschweren, weil ihre Reputation irgendwie nicht angemessen wäre. Es gibt mal einen deutschen Rapper, der sich bei uns gemeldet hat, der ehrlich gesagt darüber sich echauffiert hat, dass ihn die Medien zu freundlich behandeln. Also das gibt es auch. Aber die meisten möchten doch positiv oder gut dargestellt werden. Und das eben insbesondere in der digitalen Welt. Problem, was sich in den letzten 10 Jahren ergeben hat, ist halt, dass heute jeder mit einem Smartphone in der Lage ist, ein internationales Unternehmen anzuzählen. Ne, dafür brauche ich im Grunde genommen nicht mehr als vielleicht auch eine starke Community im Rücken. Es gibt Beispiele aus der Vergangenheit, zum Beispiel Siemens. Die sind in China sehr stark in Ungnade gefallen. Da hat sich ein chinesischer Blogger gemeldet und hat gesagt, naja, er hätte ein bisschen Probleme mit dem Kühlschrank. Und die haben ihn direkt gefragt, irgendwie, was er denn hat und warum er denn mit dem Kühlschrank nicht zurechtkäme, was in China gleichbedeutend mit einem Gesichtsverlust ist, was wiederum dazu geführt hat, dass Tausende von Chinesen vor der Siemens-Zentrale die Kühlschränke zerhackt haben und die einen veritablen Shitstorm geerntet haben.
was wiederum dazu geführt hat, dass der CEO in China dann zu einzelnen Chinesen hingefahren ist und da nicht Kühlschränke aufgestellt hat. Also so weit geht das. Also Vernetzung ist das große Problem und auf der anderen Seite natürlich auch die Reichweite derer, die da posten. Sollte man vielleicht vorher auch nochmal hinschauen. Mhm. So, das ist auch ein Thema, über das wir ja heute irgendwie sprechen, dass wir, also das im Grunde genommen es völlig egal ist, ob ich mich im Netz jetzt aufhalte oder nicht, weil über mich gesprochen wird ohnehin. Das heißt, ich muss was an meiner Reputation tun. Nicht zu sprechen, gar nichts dran zu machen, macht überhaupt gar keinen Sinn und führt am Ende dazu, dass andere über mich sprechen und ich dem nichts entgegenzusetzen habe. Genau. Gut, ja. Genau, weil sie tauschen sich halt die Leute im Netz aus, auch wenn sie nicht unterwegs sind im Netz. Also haben sie recht, ist auf jeden Fall wichtig. Man kann sich nicht dem enthalten. Also man muss da mitmachen, sonst werden andere die Geschichten erzählen, die man im Zweifel nicht hören möchte. Jetzt von mir ganz kurz zur Begriffserklärung würde ich ganz gerne, waren wir mit die Frage Online-Reputationsmanagement, was ist das? Also das kann man syntaktisch bzw. morphologisch zweierlei auslegen. Ist es eins, Reputationsmanagement, welches online stattfindet, oder ist es das Management einer Online-Reputation? Hauptsächlich reden wir hier von die Online-Aspekte vom Reputationsmanagement. Also ich würde da nicht versuchen, sauber zu trennen zwischen Online-Offline-Reputation. Wie Christian schon meinte, die zwei Sachen hängen sehr eng zusammen. Es gibt eben Reputationsmanagement und vieles, was man online dafür machen kann. Darum geht es heute. Man muss auch nicht sagen, ich mache nur mein Online-Reputationsmanagement und sollte auch Offline-Maßnahmen treffen. Das muss alles im besten Fall ganzheitlich mit einer Strategie passieren. Denn von Online-Reputationsmanagement, wenn es sowieso offline auch das gibt, weil eben online sehr vieles sehr schnell passieren kann und man viele Möglichkeiten hat, die Reputation zu beeinflussen, sich darzustellen, eben Zielgruppen schnell und getargetet zu erreichen, auch zu reagieren ganz schnell und eben weil online sehr viele Risiken vorhanden sind, auf die man reagieren soll, beziehungsweise vor denen man sich vorher hüten soll. Und diese Risiken, da kann Christian auch ein bisschen erzählen. Ja gut, wir haben klassischerweise natürlich das Verbreiten von Gerüchten. Das Problem ist einfach, also das im Grunde genommen, wenn man so will, Fake News. Ich habe kaum mehr die Möglichkeit, heute Dinge zu verifizieren oder zu falsifizieren. Heißt irgendwie, ich bin die ganze Zeit irgendwelchen Informationen ausgesetzt. Und ob sie stimmen oder nicht, ist eigentlich fast egal. Je häufiger ich die Leute mit diesen Informationen penetriere, umso mehr wird es zur Wahrheit. Und wir stellen das halt irgendwie auch immer fest, wenn wir Politiker beispielsweise vorbereiten auf Gesprächsrunden, dann war es früher so, dass diejenigen, die im Auditorium gesessen haben, immer gesagt haben, na ja, das stand ja halt irgendwie im Handelsblatt oder stand in der FAZ oder was auch immer. Das ist heute nicht mehr der Fall, das stand eben auf Facebook. So, und das ist gleichbedeutend heute mit einer seriösen Nachricht. So, und das hat sich eben vollkommen geändert. Auch negative Kommentare und Bewertungen spielen für Unternehmen eine wichtige Rolle. Auch das kann ja jeder machen, ohne dass er oder sie teilweise tatsächlich mit dem Unternehmen selber in Berührung gekommen ist. Also bei Kununu beispielsweise ist es ja auch so, ich muss für das Unternehmen nicht gearbeitet haben. Ich kann heute irgendwie Searchmetrics bewerten und schreiben, wie gut oder wie schlecht Searchmetrics als Arbeitgeber ist, ohne dass ich jemals einen Fuß bei euch in die Tür gesetzt habe oder jemals für euch gearbeitet habe. Dann muss ich dann als Unternehmen hinterhergehen und entsprechend nach EuGH-Urteil versuchen, das wieder rauszubekommen, wenn es nicht der Wahrheit entspricht. So, Diffamierung und Rufmord, auch ein klassisches Thema, mit dem viele zu tun haben, also gerade CEOs und natürlich auch dann eben gezielte Kampagnen auch von Konkurrenten. Angreifer sind eben in dem Fall in erster Linie tatsächlich Konkurrenten sagen wir mal, Unternehmen, die aus der gleichen Branche kommen, aber auch geschasste Mitarbeiter können natürlich ein Unternehmen versuchen, im Netz runterzuholen. Die Angreifer sind da relativ vielfältig. Ja. Genau. Also, wir haben im Grunde genommen zwei Dinge, die sich verändert haben. Und das eine ist tatsächlich die Geschwindigkeit und das andere ist das Thema Deutungshoheit. Da sprechen wir in der Krisenkommunikation, sprechen wir immer von Deutungshoheit. Das bedeutet, dass wir diejenigen sind, die festlegen, wie etwas interpretiert wird. So. Und normalerweise, das ist
Problem an den Gerüchten, dass es eben Leerstellen gibt ganz oft. Also wenn das Unternehmen nicht selber kommuniziert oder wenn da halt nicht drüber gesprochen wird, das machen ja viele, kaufen in den Sachen, irgendwie gar nichts sagen am allerbesten, dann wird es interpretiert, weil die Medien wollen ja auch irgendeine News verbreiten. Und dann könnte es eben sein, dass es ganz viele Entlassungen gibt. Und dann könnte es sein, dass es da irgendwie Verfehlungen gibt. Und dann könnte ja alles sein. Man kann ja mal grundsätzlich drüber sinnieren, welche Gründe ein Handeln hat oder was da irgendwie möglicherweise hintersteckt. So. Und um das zu verhindern, ist es ganz wichtig, dass das Unternehmen selber kommuniziert. Mhm. Dass wir diejenigen, das Heft in der Hand halten, das Ruder in der Hand halten und auch sagen, warum und weshalb, weswegen gerade etwas passiert, was ansonsten tatsächlich eher zum Gerücht wird und von den Medien dann auch negativ aufgegriffen werden kann. Und dafür braucht es halt eben Geschwindigkeit und natürlich auch Anpassung an die anderen Kanäle. Also gerade bei börsennotierten Unternehmen ist es so, dass wir eine Informationspflicht haben. Das heißt, parallel laufen ja Konferenzen, Informationspflichten und so weiter. Und dann darf ich mich natürlich auch nicht treiben lassen. Es kann nicht sein, dass ich auf Twitter schon irgendwas veröffentlicht habe oder auf Social Media oder wo auch immer und dann letztendlich meine Shareholder zum Beispiel erst später informieren. Also das muss aufeinander abgestimmt und entsprechend akzentuiert werden. Wir haben beim Online-Reputationsmanagement drei Phasen, in denen wir das unterteilen. Prävention, ja, das wäre gut, wenn die meisten zu uns kämen, bevor sie irgendwie angegriffen worden sind, Steven. Ja. Das Problem ist, dass die meisten natürlich in der Interventionsphase zu uns kommen. Also immer dann, wenn es kritisch wird. Das ist der Grund, warum wir auch... Genau, da sind wir im Krisenmanagement, da sind wir in der Krisenkommunikation, vollkommen richtig. So, und erst dann können wir über Rehabilitation sprechen. Das ist halt dann die Phase, wenn der Sturm durchgezogen ist oder wenn die Krise vorbei ist, wenn wir wieder aufräumen. Und da sind wir natürlich auch bei den Suchmaschinenergebnissen. Die müssen natürlich auch werden. Ansonsten haben wir nicht nur sozusagen das kollektive Gedächtnis, sondern auch jeder, der das Unternehmen googelt, zukünftig stößt natürlich dann als erstes sozusagen auf die Krise und auf die Verfehlungen aus der Vergangenheit. So, man sagt, Reputation ist sozusagen das wichtigste Intangible Asset, also das, was ich nicht anfassen kann, im Gegensatz zum Fuhrpark und so weiter, ist Reputation eben ein sehr flüchtiges Thema, auch schwierig zu messen. Wir arbeiten ja mit ganz vielen Versicherungen zusammen beispielsweise und da müssen wir halt, da ist immer die Fragestellung, wie misst man eigentlich einen Reputationsschaden? Das ist immer irre schwierig, die machen das in der Regel mit Umfragen, ja, dass sie in der Fußgängerzone nachdenken. Würden sie tatsächlich von einem Unternehmen noch einen Schokoriegel kaufen. Wenn sie wissen, dass die Orang-Utans dafür sterben müssen, dann sagt natürlich jeder, nö. Die machen das dann anonymisiert, so im Allgemeinen, oder benennen die dann das Unternehmen? Die benennen unterschiedlich. Also in der Regel natürlich nicht noch irgendwie einen zusätzlichen Sturm auszulösen, wird es dann eher, sagen wir mal, allgemein gefragt. Ja. Ja? Aber natürlich, wenn es so bekannt ist, dass natürlich auch jeder Zweite auf der Straße, Sie reden vom Unternehmen XY. Mhm. So. Okay. Ja, kann man letztendlich auch nur nicken. Aber im Zweifel will man ja nicht noch das Gerücht irgendwie auch noch in der Offline-Welt nochmal irgendwie in der Fußgängerzone streuen. Also daher wird grundsätzlich eher allgemein nachgefragt. Aber in diesen Fällen weiß ja auch jeder quasi, um welches Unternehmen es dann geht. Mhm. Problem ist sozialkonforme Antworten. Und wenn die Leute dann in der Tankstelle stehen und Hunger haben, dann kaufen sie dann doch wieder einen Schokoriegel vom Hersteller. Also von daher ist es immer wahnsinnig schwierig, das zu messen. Was man allerdings braucht, ist tatsächlich ein Monitoring, ein Frühwarnsystem. Dafür muss man natürlich dann auch die Eintrittsschwellen definieren und braucht halt eben auch Strukturen, also klassischerweise Krisenplan und so weiter und so weiter, Krisenhandbuch, so alles, was da so dranhängt. Und umso mehr als früher, weil es eben einfach also wahnsinnig dynamisch und schnell ist mittlerweile. Genau. Und umso wichtiger ist es, wie du meintest, schon im Vorfeld hier präventativ was zu machen, weil wenn Geschwindigkeit und Schnelligkeit ganz wichtig sind und man erst sich Gedanken macht, wenn ein Problem im Fall eingetreten ist, dann ist man halt nicht schnell. Oder man ist derart schnell und unüberlegt, dann führt das wahrscheinlich auch nicht zu dem besten Ergebnis. Das stimmt. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass man mit 1000 Facetten in der Situation zu tun hat. Da steht ja die Kamera möglicherweise noch vor der Tür. Irgendwie das Problem selber muss ich ja auch irgendwie noch lösen. Das kommt on top drauf. Ja? Und wenn ich dann erstmal überlege, was mache ich jetzt, habe ich ja schon verloren. Dann liege ich ja schon 0-3 hinten. Weil die Zeit habe ich gar nicht. Und wie schon gesagt, die Geschwindigkeit hat sich einfach durchs Web von diesen Krisen einfach irrsinnig erhöht. Ja. Genau. Genau.
Gut, also wir haben es schon angesprochen, dass zum Online-Reputationsmanagement auch Reputationsmanagement im weiteren Sinne sehr vieles gehört. Also hier ist eine kurze Auflistung. Also PR, Review-Management, das heißt, das im Auge behalten, wie die User im Internet ihre Produkte oder ihr Unternehmen bewerten. Krisenkommunikation, wie von Christian schon angesprochen. Social Media bzw. Community-Management sind alles wichtige Personen im Unternehmen, die wahrscheinlich schon auch andere Aufgaben haben, aber an alle, die zum Reputationsmanagement beitragen können. Und nicht zuletzt Suchmaschinenoptimierung, also der SEO im Unternehmen, ihm ist da nicht zwingend bewusst, aber klar hat er eine wichtige Rolle fürs Online-Reputationsmanagement zu spielen. Das stimmt, wobei man auch ganz deutlich sagen muss, dass Reputationsmanagement analog zur Krisenkommunikation ist immer Chefsache. Ne? Mhm. Also wir haben im Grunde genommen einen großen Toolkoffer, und da spielt SEO auch eine wichtige Rolle. Aber wenn es um die Reputation geht und wenn es tatsächlich auch um eine wirkliche Krise geht, dann sind wir im Grunde immer beim Vorstand oder beim Geschäftsführer oder beim Namensgeber, Gesellschafter, wo auch immer. Ja. Das ist halt irgendwie immer Chefsache. Und das ist eben auch das Entscheidende. Und das werden wir auch hinterher sehen, dass wir dann auch die Informationen so verdichten müssen, dass die auch ein Geschäftsführer versteht, dass er damit umgehen kann. Das ist ja auch ganz entscheidend. Also wann kümmert sich der Geschäftsführer ganz oft um SEO? Selten, sage ich jetzt einfach mal. Nein, also der muss auf die anderen Mitarbeiter oder die anderen Kompetenzen in seinem Unternehmen bestimmt zurückgreifen, um dann selber da die Strategie umzusetzen. Richtig. Dafür brauchst du halt ein vernünftiges Berichtswesen, weil ich natürlich irgendwie auch keine zweite Chance für den ersten Eindruck habe. Suchmaschine ist im Grunde genommen die digitale Visitenkarte jedes Unternehmens heute, eben nicht nur die eigene Homepage, sondern eben alle Suchergebnisse. Und es ist ja auch so. Also jedes Unternehmen wird, je nachdem, in welcher Phase es sich gerade befindet, wenn es beispielsweise um Investoren geht, wird es halt eben gegoogelt. Und dann werden alle Informationen herangezogen und nicht nur eben das, was auf der eigenen Webseite steht. Genau, und deswegen, also Suchmaschinenoptimierung, also heute geht es um Online-Reputationsmanagement, aber es gibt eben durch die Wichtigkeit von Google heutzutage und anderen Suchmaschinen streng genommen, dass SEO sehr viel kann. Also es ist schon wichtig, wenn Sie als SEO da sitzen, dass Sie nicht nur um, sage ich mal, Ihr Tagesgeschäft kümmern, aber immer so auf der Hut bleiben, wie kann ich mich und meine Arbeit relevant machen fürs Unternehmen? Was kann ich machen, um zum Unternehmenserfolg beizutragen? Das wird nicht immer so wahrgenommen in den Unternehmen, aber ich glaube, wenn der SEO selber seines Werts bewusst ist, dann hat er auch große Chancen, was zu bewegen in seinem Unternehmen. Und das möchten wir euch kommunizieren heute. So. Das stimmt. Das ist wirklich ganz, ganz entscheidend. Also ich finde, das ist eine ganz, ganz entscheidende Message, die du gerade gesagt hast, Steven, weil, wie schon gesagt, es ist eben nicht nur Vertrieb, es ist eben nicht nur Positionierung, sondern auch wirklich gerade in der Nachbereitung von Krisen, innerhalb der Krise, ja, also dafür ist SEO ein bisschen sehr träge, sage ich jetzt einfach mal. Ne, dieser nachhaltig Zeit, nennen wir das, langfristig und nachhaltig. Exakt, nachlaufen ist es wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Deswegen sollte jeder CEO nach jeder Krise ganz dringend mit seinem SEO sprechen. Also ganz, bin ich absolut klare Message. Mhm. Gut. Und was, also das hat Christian auch schon angesprochen, also unterschiedliche Personen oder Entitäten brauchen natürlich Online-Reputationsmanagement, also Brands, Organisationen, sei es akademische oder NGOs etc., Hotels, auch andere lokale Geschäfte, KMUs, Individuen wie prominente Politiker, aber auch kleine Individuen. Also im Prinzip kann man das mit alle relativ gut zusammenfassen. Es gibt die wenigsten Leute, denen es völlig egal ist, wie sie wahrgenommen werden in der Welt. Die wenigsten Unternehmen, Organisationen auch. Und das Wahrnehmen passiert eben viel im Netz. Deswegen würden wir sagen, alle brauchen in irgendeiner Form Online-Reputationsmanagement. Ein paar Beispiele dafür. Brands, es ist natürlich nicht vorteilhaft, wenn man als Brand gegoogelt wird und dass der User gleich sieht, meine Handys explodieren oder so. Also man hört ein Gerücht und man googelt vielleicht danach und da sieht man gleich ein Featured Snippet, was gleich eine Art Authority mit sich trägt. Und da steht, dass die Handys von meinem Unternehmen in die Luft gehen. Das ist natürlich unvorteilhaft. Ich sollte anmerken, bei diesem Beispiel von Samsung,
steht da tatsächlich, wenn man da liest, dass auch Handys anderer Hersteller explodieren. Also in dem Fall ist das nicht ein komplett negatives Ergebnis für Samsung. Aber es ist wichtig, sowas zu wissen, weil das sieht nicht gut aus für die Brand. Organisationen ebenfalls, sie haben die Chance natürlich, sich per Knowledge Panel darzustellen. Das ist ein Aspekt der Suchergebnisseite, den man kontrollieren kann selber. Aber eben auch da gibt es organische Suchmaschinenergebnisse, die nicht zwingend vorteilhaft sind. Wenn der User sich für eine Organisation interessiert, sei es eine NGO oder hier eine Universität auf irgendeine Art, dann ist es schön, wenn da nicht steht, it's worse than you think, also ist noch schlimmer, als Sie vielleicht schon vorher gehört haben. Das ist wichtig für die Organisation. Hotels und lokale Geschäfte, da gibt es ganz spezifische Elemente, weil da spielen die Reviews eine ganz wichtige Rolle. Das sind alles, wo so eine Mapbox auftaucht, wo die User das Unternehmen, das lokale Geschäft, das Hotel in dem Fall bewerten können, findet direkt so ein Battle auf der SERP statt, also auf der Suchergebnisseite. Man sieht gleich, die zwei Hotels haben mehr als 4 Sterne, das andere Hotel hat unter 4. Es ist nicht schwer dann für den User zu denken, vielleicht sind die ersten 2 besser. Also je nach Branche, nach Industrie, haben sie bestimmt für sich bestimmte Aspekte von Reputationsmanagement, die wichtiger sind. Also in dem Fall, wo Userbewertungen eine große Rolle spielen, sollen sie das im Auge haben. Bei Politiker, also Politiker sind im Prinzip sehr prominente Menschen und die tauchen halt sehr häufig nicht nur in organischen Ergebnissen auf, aber auch in den sogenannten SERP-Features, das sind Schlagzeilen, Newsboxen, Videos tauchen häufig auch auf. Auch hier hat der Politiker oder die Politikerin eine Chance, mit der Knowledge Panel sich selbst darzustellen und das ist wichtig, da kann man das Bild von sich geben, auch durch den eigenen Twitter-Feed oder die Twitter-Seite. Aber da sind auch Sachen, die man nicht direkt kontrolliert. Das sind die Newsboxes, die Videos etc. Also hier ganz vielfältig. Also beim Reputationsmanagement ist es schon eine wichtige Unterscheidung, wo habe ich die komplette Kontrolle, sprich so ein Knowledge Panel, also wo das aus meinen eigenen Properties gezogen wird und wo kann ich nur bedingt Einfluss nehmen und da auf jeden Fall entsprechend ransetzen. Auch bei weniger prominenten Individuen spielt Online-Reputationsmanagement mal eine Rolle, weil eben, wenn man sich irgendwo bewerben würde oder auch wenn man ein Partnergeschäft eingehen möchte, ist das Erste, was der potenzielle Partner, der potenzielle Arbeitgeber macht, eventuell mich zu googeln. Und wenn ganz sauber LinkedIn, Xing und so oben stehen, ist das in Ordnung. Wenn irgendwelche Bilder aus der Studentenzeit da auftauchen, ist das vielleicht weniger gut, je nachdem, wie man sich da benommen hat. Also ganz gut, auch Individuen. Jeder braucht eine Reputation und jeder hat eine. Und wer keine selber pflegt, die wird von anderen gepflegt. Dann komme ich zu einem bestimmten Thema, das sind Nachrichten. Also Google ist für viele eine der ersten Nachrichtenquellen. Und das sind Sachen, die man auch machen kann. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht aus Großbritannien. Ihr kennt vielleicht den Politiker Boris Johnson, jetzt Premierminister, damals Außenminister meines Erachtens. Und bis Frühjahr 2019, seit dem Brexit-Referendum, gab es eine Geschichte, war auch bei Google zu finden und auch bei der Allgemeinheit sehr bekannt, dass Boris und Bus, der hat halt eben relativ dreist, sag ich mal, gelogen, man kann sagen, kreativ gerechnet, aber da war eben eine große Lüge auf einem Bus und er musste sogar vor Gericht. Das war das Ergebnis bei Google, das stand ganz groß, sehr negative Berichte über Boris und seinen Bus. Das fand er nicht so gut, aber anstatt sich dafür zu entschuldigen oder so hier zu sagen, das war eine Lüge, hat er was Kreatives sich einfallen lassen. Im Juni 2019 gab er ein Interview, wo er das Thema mit der Lüge überhaupt nicht aufgegriffen hat, aber hat einfach eine sehr absurde, skurrile Geschichte erzählt, wie er Busse aus Weinkisten bastelt. Der ging über 2 Minuten oder so, hat sehr detailliert erzählt, wie er diese Busse baut und fanden alle beim ersten Hören komisch und haben nicht verstanden, warum er sich so eine Geschichte ausdenkt. Am nächsten Tag oder gleich am ersten Tag tauchen dann die Google-Suchergebnisse zum Thema Boris Bus auf. Die Lüge ist verschwunden, der Gerichtsprozess ist verschwunden, es sind alles laute Videos, wer eine lustige Geschichte erzählt.
So kann man eben Google, ich würde sagen, manipulieren. Also dann darauf kamen viele Geschichten, wo stand, Boris manipuliert die Google-Suchergebnisse. Das hat dann die Nachrichten dominiert eine Zeit lang. Heute ist das auch alles weg und es sind so, also zum Teil die Weinkistengeschichte, andere Geschichten, aber man muss nicht mal sozusagen die eigentliche Lüge wieder gut machen oder die eigentlichen Fehler wieder gut machen. Man kann mit kreativen Ideen, sage ich mal, unter Umständen die Suchergebnisse derart manipulieren. Das hat der Boris hinbekommen. Ob das Absicht ist oder nicht, das können wir nicht zu 100% sagen, aber so eine merkwürdige Geschichte hat auf jeden Fall bei der SEO-Community in England da viele Leute viel Aufmerksamkeit erreicht. Und das scheint ein ganz cleverer Trick gewesen zu sein. Also selbst heute haben wir dann ein Ergebnis auf der Startseite, wo die noch das Thema dieser sozusagen diese Verschwörung aufgreifen, aber nicht mehr, also die ganzen Geschichten, die bis in den Frühjahr dastanden, sind alle fort. Also so kann man sagen, natürlich ist das ein Beispiel von einer sehr prominenten Person, die quasi diese Rolle in den Nachrichten hat. Das kann nicht jede Privatperson machen. Aber Unternehmen können ebenfalls natürlich, wenn die ein gewisses Standing und Relevanz für die Medien haben, sind die auch in der Lage natürlich, sich da zu positionieren. Ein Unternehmen, das bestimmt bekannt ist für nicht immer die beste Reputation, ist Nestle. Und hier möchte ich darauf eingehen, dass Reputationsmanagement nicht unbedingt international gleich ist, also zumindest aus Sicht von Google. Die Suchergebnisse von Land zu Land unterscheiden sich ja. Es gibt bei google.de die deutschen Suchergebnisse und wenn man Nestle Wasser in Deutschland googelt, sieht man hauptsächlich also gleich auf ersten Stelle Nestle-Kritik, Wasserskandal, was ist schlimm, da sind Videos, die nicht schön aussehen. Ganz anders verhält sich das in den USA, wo alle Ergebnisse sozusagen ganz normal aus Sicht von Nestle sind. Also das heißt, in den USA wird man tiefer graben müssen, beziehungsweise sich von anderen Quellen bedienen müssen, um quasi die Hintergründe des Skandals in Erfahrung zu bringen. Und das natürlich, wenn man gezielt danach suchen würde, würde man was finden. Aber der, sagen wir mal, der Passiv-User, der einfach sich informieren möchte oder sich über das Unternehmen informieren möchte, der wird nicht zwingend sofort die negativen News finden, die er in Deutschland findet. Das heißt, es ist schon wichtig, international wach zu sein, auch auf kleineren Ebene, also wenn man viele Standorte hat, dann ist es nicht so, dass unbedingt alle Standorte gleich bewertet werden und dass man im Auge hat, wie die lokalen Ergebnisse in dem Fall sind. Dazu kommen wir, dass, was wir schon angesprochen haben, schon ein paar Mal, dass Online und Offline sehr eng verflochten sind. Mit lokalen Standorten ist da ein Stichpunkt, weil im Prinzip gibt es ja eine Welt. Also das Unternehmen wird zwar international eventuell anders wahrgenommen, aber Online und Offline sind nicht zu trennen. Da hat die Christian eine schöne Grafik dafür mitgebracht. Ja, das ist die klassische Skandalisierungsspirale. Also wie funktioniert eigentlich heute die Verbreitung von News? Wir haben ganz oft tatsächlich klassischerweise ein Thema in den Web oder in den sozialen Netzwerken. Das wird halt irgendwie von den Medien aufgegriffen, von den Medien gehypt. Dann wird sich natürlich in den sozialen Netzwerken wieder darüber unterhalten. Dann greifen die Medien das Thema wieder auf, weil das ist ja wahnsinnig präsent. Dann macht man wieder tatsächlich News damit und so ergibt sich tatsächlich eine Spirale, die am Ende sozusagen einen Skandal aus dem Nichts kreiert. Im Grunde genommen, so ein bisschen wie bei Deutschland sucht den Superstar, haben wir da die Situation, dass aus ein paar Postings hinterher eine ganz große Sache wird, an der sich alle Medien beteiligen und dann sozusagen auch in der Bevölkerung darüber gesprochen wird. Und das verfängt sich dann natürlich auch in den Suchergebnissen, ja, weil die Redaktionen heute gänzlich unterbesetzt sind ganz oft und wir haben natürlich auch die Situation, vielleicht nochmal zur Ergänzung, dass viele der klassischen Medien heute eher unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, was auch wiederum bedeutet, dass die klassische PR oder das klassische Interview im Handelsblatt heute nicht mehr so den ganz großen Wert hat, weil viele der Artikel tatsächlich hinter der Paywall stehen und dann in den eben auch nicht mehr listen. Ja.
weil ich eben nur Textauszüge habe. Das heißt also, die Zeiten, wo man sagt, naja, dann mache ich halt eben ganzseitiges Interview oder eine ganzseitige Anzeige irgendwo oder sonst wie, die sind halt grundsätzlich vorbei, weil es halt tatsächlich sich nicht mehr in den Suchergebnissen wiederfindet. Ja, und ein Beispiel natürlich, relativ bekannt bestimmt, dass der Präsident der USA sitzt offline im Weißen Haus, der geht online zu Twitter, twittert etwas und sofort werden seine Tweets dann bei Fox News aufgegriffen und dann in jede, ja nicht in jedes Haus in Amerika, aber an viele Leute ausgestrahlt, die das dann für News, also so kann, der Präsident hat natürlich auch eine etwas außergewöhnliche Position und Machtposition Einfluss zu nehmen, aber das geht direkt an die Leute über offline. Ganz andersherum funktioniert es auch, dass der Präsident was im Fernsehen sieht, das dann per Twitter kommentiert und dann wird das Ganze dann von den Zeitungen, also wie Christian meint, aufgegriffen und findet dann wieder in den Medien statt. Also das kann von offline zu online, auch von offline zu online so umgehen. Auch online würde ich sagen, also jetzt alles, was offline stattfindet, kann erst richtig verbreitet werden durch eine Online-Wahrnehmung, also Projizierungen auf Gebäude, Protestaktionen. Die brauchen offline tatsächlich nicht immer sehr groß zu sein. Also die können, die müssen nur ganz kurz auf dem Bild gut aussehen oder auf einem kurzen Video. Dann werden die eigentlich dazu gemacht, um dann online eben diese Reichweite zu gewinnen, also an die Zielgruppen ranzukommen, die können dann viral gehen. Das muss offline vielleicht auch ein kurzes Interview sein, das niemandem offline so richtig auffallen würde, kann aber dann durch sowohl im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne gegen jemanden verwendet werden, durch ein kurzes Zusammenschneiden, einen Clip, einen Hashtag, das verbreitet sich dann, also in dem Beispiel hat einfach jemand auf der Straße dem Boris Johnson gesagt, please leave my town, also bitte verlassen Sie meine Stadt. Und das wurde dann zum Hashtag, wird bis heute verwendet von Leuten, die so negativ sich äußern möchte über den Boris Johnson. Und so kann sich was auch unter Umständen, was relativ Banales, was passiert, online eine komplett neue Macht gewinnen. Auch offline, wenn es einen Skandal gibt, würde ich sagen, also hier vor 6 Jahren gab es in Europa einen Pferdefleischskandal, dass Pferdefleisch gefunden wurde in eigentlichen Rindhamburgern. Das war natürlich für die betroffenen Unternehmen am Anfang nicht ganz schön. Das war in den Zeitungen erstmal und dann natürlich in den Supermärkten, haben viele davon Wind bekommen. Ging dann auch in die Online-Sphäre, also Twitter, da wird Memes und Hashtags werden draus gemacht. Das ist erstmal nicht schön und so verbreitet sich eben Skandal. Vor allem, wenn es irgendwas hat, was die Twitter-Community beziehungsweise Facebook etc. irgendwie lustig finden können, dann hat es eine Chance, richtig anstrengend zu werden für so ein Unternehmen. Allerdings, 6 Jahre später googelt man nach Pferdefleisch in Großbritannien. Da sind die Ergebnisse dann nicht mehr direkt bezogen auf den einen oder anderen Supermarkt oder auf das eine oder andere Unternehmen. Das heißt, Shitstorm kann passieren, aber ist nicht zwingend nachhaltig. Also wichtig ist, was dann natürlich langfristig, wie Christian meinte, dass durch SEO-PR etc. Die Suchergebnisse so sich später gestalten, dass man nicht negativ auffällt. Allerdings dazu in diesem Beispiel ist das nicht komplett aus der Welt geschaffen. Wir sehen bei Google Suggest die erste vorgeschlagene Suchanfrage von Google in Bezug auf Pferdefleisch ist Horse Meat Tesco. Das heißt, selbst 6 Jahre später bleibt ein bisschen was vom Shitstorm haften. Also komplett sich dem entkommen ist schwierig, aber das wird dann der flüchtige Leser vielleicht nicht immer merken. Dann kommen wir dann zur Selbstdarstellung in den Google-Suchergebnissen. Das ist quasi das, womit Searchmetrics sich am meisten beschäftigen würde. Also wir fangen wieder an. Das sind Sachen, die man kontrollieren kann. Ich würde sagen, hier ist die Knowledge Panel. Ist wahrscheinlich für die meisten schon bekannt. Also aus dem Google My Business steuert man, was da angezeigt wird, wie das Unternehmen heißt, wo es ist, Bilder, Location etc. Allerdings hat sich die Knowledge Panel wirklich sehr entwickelt in den letzten Jahren, entwickelt sich ständig, ist richtig ein dynamisches Objekt von Google, sodass da kommen auch Sachen rein, die nicht
kontrolliert werden können oder nicht direkt vom Unternehmen. Also die kommenden Veranstaltungen, in dem Fall zieht sich das von Meetup, also von der Plattform. Das kommt tatsächlich von Search Metrics, aber die Rezensionen, die Kommentare von Usern, die Bewertungen aus dem Web, das sind auch Sachen, die nicht direkt unter Kontrolle des Unternehmens stehen. Und das ist wichtig, dass man weiß, was da steht und wie das Unternehmen dargestellt wird. Reviews habe ich gerade angesprochen. Wie wichtig sind sie denn? Ist das überhaupt relevant? Also ich habe neulich eine Studie gelesen von Überall, basierend auf Near-Me-Suchen, also Suchen nach lokalen Geschäften in der Nähe, so Burger near me oder Pizza in meiner Nähe, haben die wirklich eine sehr klare Korrelation, einen klaren Zusammenhang festgestellt, dass tatsächlich, ich meine, intuitiv ist das auch, vielleicht ist das selbstverständlich, aber die Daten belegen das auch, dass die Conversion Rate, das heißt, die User klicken auf die Routenbeschreibung beziehungsweise die rufen an, immer häufiger, also je besser die Bewertung, bis zu 4,9, also da ist die Spitze, also Bewertung von 5,0 glatt, wirkt dann vielleicht wieder unseriös, aber 4,9, da ist der Gipfel, dass man da wirklich höhere Conversion Rates hat bei besseren Bewertungen. Also das ist schon vor allem für lokale Geschäfte, sagen wir mal Restaurants, wirklich von großer Bedeutung. Zurück zur Knowledge Panel, beziehungsweise zu den My Business Einträgen. Also ganz einfach ist natürlich die eigene Brand, das Unternehmen, also wie das Unternehmen heißt. Aber es gibt viele verwandte Entitäten. Also zum Beispiel, hier haben wir den CEO, also Search Metrics CEO. Das zieht sich dann auch, also manchmal, aber auch nicht immer direkt von der Unternehmensseite. Also hier haben wir das Ergebnis aus den USA. Habe angemerkt, dass sich das unterscheiden kann. Das wird von unsere Website gezogen, da haben wir ein Bild, da haben wir ein Featured Snippet, sieht schön aus. Bei größeren Unternehmen kann das auch direkt von Wikipedia kommen, also je nachdem, das ist schon im Knowledge Graph quasi drin. Und in Deutschland haben wir auch Volker Schmidt, aber das zieht sich dann von seinem LinkedIn-Profil. Also auch hier ist es aber auch möglich, dass eine komplett fremde Website sozusagen als Quelle für den Featured Snippet genommen wird von Google. Und in dem Fall ist natürlich gut zu wissen, wer die Quelle ist und genau, was die über einen schreiben, beziehungsweise über seine Mitarbeiter und vor allem also die Chefs natürlich ganz wichtig, aber auch andere Begriffe, die damit zusammenhängen. Weil eben Ergebnisse sich stark unterscheiden können von Land zu Land und auch ganz auf lokaler Ebene, lohnt sich immer, also das ist ein Beispiel von einem Tool, mit dem man quasi die genaue Location angeben kann, um dann genau die Suchergebnisse anzuschauen, wie die woanders ausschauen. Also ganz einfach ist natürlich im Privat-Inkognito-Modus zu schauen und die Sucheinstellung bei Google anzupassen, dass es USA oder Deutschland ist. Aber hier kriegt man sogar bis hin zu den Anzeigen und den Shopping-Anzeigen, also wirklich genau die Suchergebnisseite, die ein Suchender in dem Fall Covent Garden London sehen würde. Und das ist für international aktive Unternehmen beziehungsweise welche mit diversen Standorten ganz wichtig. Natürlich ist das in dem Fall mit dem Tool ein händischer Prozess. Da muss man jeden Begriff einzeln suchen. Also richtig skalierbar ist das damit nicht. Aber das ist erstmal, um einen Eindruck zu bekommen, wie sehe ich überhaupt aus in anderen Ländern, ganz praktisch. So, sorry. Genau, und dann natürlich neben dem Knowledge Panel ist natürlich das Suchergebnis für die Brand auch von großer Bedeutung. Also für die allermeisten Brands wird das an erster Stelle stehen. Das ist nicht so das Problem. Aber umso wichtiger ist es, das gut auszunutzen, dass man da wirklich sich optimal darstellt. Im besten Fall mit Sitelinks zu Verzeichnissen, die sowohl relevant sind als auch aktuell. Also ist nicht nur die Homepage wichtig in dem Fall und da die Meta-Beschreibung, sondern auch Unterverzeichnisse, die da auftauchen, dann müsste man im Auge behalten. Weil das ist eben die Visitenkarte, wie Christian meinte, die man da hat. Und so kann man sich darstellen. Und wenn man selber die Sachen, die man kontrollieren kann, nicht ordentlich pflegt, dann ist es umso schwieriger, sich glaubwürdig zu machen vor den Leuten, auch bei den anderen Objekten. Sie haben vielleicht mal im Juni mitbekommen, dass es ein Site-Diversity-Update bei Google gegeben hat. Laut Google
konntest danach nur höchstens zwei Ergebnisse von einer Domain auf eine Suchergebnisseite geben. Das haben wir untersucht und das stimmt in den meisten Fällen, dass höchstens zwei, manchmal drei nur von einer Domain kommen. Also fragen Sie sich vielleicht, dann ist es schwer, natürlich diese Suchergebnisseite zu dominieren mit meinem Unternehmen. Allerdings für streng navigationale Suchanfragen ist das nicht für diese Diversity-Kriterium nicht eingesetzt. Da kann man ganz gut immer noch so 10, wenn man Search Metrics googelt, kriegt man, glaube ich, 10 Ergebnisse, die alle von unserer Domain kommen. Da muss man sich nicht viele Sorgen machen. Allerdings ist das Update tatsächlich, wenn man besuchen möchte. Aber dadurch kann man natürlich dafür sorgen, dass man mehr als die zwei oder drei Ergebnisse für sich besetzt, indem man zum Beispiel Videos von YouTube, die mittlerweile bei circa 64% der Suchergebnissen auftauchen, wenn man Videos hat oder wenn man mit seinen Twitter-Cards da erscheint oder mit der Facebook-Seite, je nachdem, welche Properties man besitzt und pflegt. Wenn man da gut steht, kann man schon mehr als diese, also ist das Limit von zwei Ergebnissen von dem einen Unternehmen. Man hat natürlich auch Knowledge Graph an der Seite, also man kann immerhin ziemlich viel sogenannte Real Estate besetzen mit dem eigenen Unternehmen und mit den eigenen Botschaften. Problem, laut Oscar Wilde, wenn wir kommen zum dritten Problem, also ist nicht nur das, was man selbst sagt, aber es, there's only one thing in life worse than being talked about, and that is not being talked about. Also es ist schon ganz wichtig, dass andere Leute, andere Websites auch dein ihr Unternehmen und ihre Produkte erwähnen. Und das machen die halt nicht immer. Wir sehen hier, SEO Blogs Deutschland, müsste man eigentlich Search Metrics an erster Stelle stehen haben, haben die nicht. Aber wenn man genau hinschaut, ist das Featured Snippet Ergebnis 5 Jahre alt. Das ist ein Problem, sagen wir mal, für Google, auch für den User, auch aber für Search Metrics in dem Fall. Es ist wichtig zu wissen, wer da gefeatured wird. Es reicht nicht aus zu sagen, ich mache gute Arbeit, mein Content ist relevant, ich mache gute PR-Arbeit, ich tauche in den neuesten Listen auf. Wenn diese Listen dann nicht wiederum bei Google gefunden werden, dann fällt es für den User dann auch schwer, ihr Unternehmen zu finden. Ich möchte anmerken, dass bei dem ersten organischen Ergebnis unter dem Featured Snippet Search Metrics durchaus geführt wird. Da steht die 10 besten deutschen SEO-Blogs und das ist ein deutlich aktuelleres Ergebnis. Genau. Dann kommen wir zum Thema Monitoring. Also quasi Monitoring mehr oder weniger die Lösung oder die Antwort auf all diese Sachen, also sowohl die eigenen Sachen im Blick behalten, als die von den verwandten Entitäten, als die von anderen Websites, die vielleicht über einen schreiben würde. Problem mit Monitoring ist, dass es langweilig sein kann. Es kann wirklich, und langweilig ist nicht für sich schlecht, also man muss mal durch. Das Problem mit langweiligen Sachen ist, dass das zu Fehlern führt, dass lückenhaft gemacht wird. Das kann halt nicht flächendeckend und ordentlich gemacht werden, wenn man irgendwie manuell 1000 verschiedene Sachen prüfen muss regelmäßig, das ist nicht möglich. Also ein Monitoring, das nicht ordentlich automatisiert wird, beziehungsweise von einer vernünftigen Agentur übernommen wird für das Unternehmen, das ist nicht zu gewährleisten, beziehungsweise es wird nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen. Deswegen würde ich drauf, also wie der Christian meint, das Reputationsmanagement ist Chefsache, also der Chef in jedem Unternehmen, der müsste halt wissen, dass das ein wichtiges Thema ist, in das er auch unter Umständen Ressourcen investieren soll und nicht einfach 6 Praktikanten überlassen sollte und meint, die werden schon gucken, denen wird das schon auffallen, wenn irgendwas passiert. Also ein ordentliches Monitoring ist auf jeden Fall wichtig. So, ich habe gerade die letzten 20 Minuten gesprochen, ich würde Christian nochmal das Wort erteilen. Ja, also es ist genau wie du sagst, Steven. Im Grunde genommen, also ich brauche auf jeden Fall ein Monitoring, um überhaupt auch Daten, relevante Daten zu bekommen und auch zu wissen, wie ich überhaupt in der Situation mit etwas umgehe. Wenn ich keine Informationen habe, ja, dann kann ich auch nicht agieren. Und wir wollen ja ins Agieren und nicht ins Reagieren permanent, sodass mich halt schon Leute auf der Straße ansprechen, was denn da irgendwie reputativ vielleicht in meinem Unternehmen los ist. Und dann erst ich mir Gedanken dazu mache, was denn überhaupt im Netz über mich zu lesen ist. Wir haben die Situation, dass eben SEO, ja, ist halt so ein wahnsinnig technisches Thema, was im Grunde genommen so auf Entscheiderebene oft ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, leider. Aber das kann man ändern, indem man halt tatsächlich
entsprechende KPIs, also Kennzahlen, Key Performance Indikatoren wählt, die dann auch ein Geschäftsführer versteht oder sich Dinge anschaut rund um SEO, die tatsächlich dann auch eine unternehmerische Relevanz haben, nochmal, die ein Geschäftsführer versteht. Unternehmerische Relevanz hat es ohnehin, aber wir müssen auch daran denken, dass wir es auch möglicherweise mit einer anderen Generation von Geschäftsführern zu tun haben, die vielleicht nicht so wahnsinnig SEO-affin und vielleicht auch gar nicht web-affin sind. Was wir tatsächlich machen, wir nennen das Comanche Monitoring, das heißt, wir machen Reputationsanalysen, Frühwarnsysteme und schauen halt eben, definieren mit dem Unternehmen Schwellenwerte. Die sind immer sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, ob das Unternehmen schon mal auf die Herdplatte gefasst hat oder eben nicht. Also es gibt internationale Unternehmen beispielsweise, die bei 3 Postings schon von einer lokalen Krise sprechen. Also 3 negative Postings bedeuten lokale Krise, bedeutet Krisenstab setzt sich zusammen, bedeutet der Vorstand hat das ganze Wochenende das Telefon an und steht auch zur Verfügung, wenn dann noch ein 4. Posting dazu kommt. Das ist ein bisschen, wie ich finde, in der heutigen Zeit, aber nichtsdestotrotz ist es halt bei jedem Unternehmen wahnsinnig individuell. Das heißt, ich muss diese Dinge vorher mit dem Unternehmen zusammen definieren. Ich kann natürlich auch dieses Monitoring nutzen, also ich gucke mir ja im Grunde genommen Social Buzz an, ich gucke mir Nennungen an, ich schaue mir an, wo das Unternehmen überall stattfindet und eben in welchem Kontext es stattfindet. Das heißt, ich mache eben auch eine semantische Analyse. Das ist am Ende des Tages auch das Entscheidende, dass ich hinterher weiß, okay, wo wird wann, wie über das Unternehmen eigentlich gesprochen. So, und dann schaue ich mir eben Kanäle an. Wir können in der Regel nur die Kanäle wählen und monitoren, die öffentlich zugänglich sind. Ansonsten müssen wir ein Teil sozusagen der Communities werden. Dann geht es auch. Dann können wir das auch in unser Monitoring einpflegen. Aber ansonsten, sagen wir mal, gucken wir natürlich, machen wir eine sogenannte OSINT-Analyse, also im Prinzip das Open Source Intelligence, alles das, was im Netz verfügbar ist, also was im Grunde genommen der potenzielle Mitarbeiter, was der potenzielle Investor, was irgendwelche Partner eben auch im Netz lesen würden. So. Und daraus im Grunde One-Pager, mehr lesen irgendwie die viel beschäftigten Manager heutzutage irgendwie eh nicht. Das heißt, am Ende des Tages muss daraus eine Seite generiert werden und am besten auch so mit bunten Bildern und mit einem entsprechenden Ampelsystem, dass ich weiß, muss ich jetzt handeln oder muss ich nicht handeln? Ist noch alles gut? Ist noch alles normal? Ja? Oder habe ich ein Thema? Das ist eigentlich das hinterher, also eine Entscheidungsvorlage fürs Management zu erstellen. Das ist die Aufgabe im Grunde genommen des Monitorings und das eben nicht nach einem Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl, das könnte jetzt irgendwie gerade schlimmer werden oder da baut sich was zusammen, sondern ganz klar es zu quantifizieren. Das ist das Entscheidende. Und da kann ich natürlich und sollte ich auch die Suchmaschinenergebnisse mit einfügen, weil auch die sind gewissen Veränderungen unterworfen. Also bei Politikern im Speziellen geht es auch irrsinnig schnell. Die haben ja sowieso einen Wahnsinns-Output. Aber die Dinge verändern sich eben. Das heißt, ich muss auch die Ergebnisse mit einbeziehen. So, und das vielleicht noch als Hinweis auch noch an der Stelle, weil wir das vorhin gesagt haben, dass es ja eigentlich nachlaufend ist. Das ist ja nur die halbe Wahrheit. Ich möchte da auch noch mal die Lanze für die Prävention brechen. Auch gute Suchergebnisse, selbstkontrollierte, starke Suchergebnisse sind natürlich ein guter Schutzwall gegen alles, was da an Negativreputation nachrückt oder von unten drückt sozusagen. Also wenn ich die Suchergebnisse auf der ersten Seite mit positiven Ergebnissen dominiere, habe ich auch tatsächlich hinterher A, in der Rehabilitierung weniger Arbeit und B, mache ich es halt den Suchergebnissen auch nicht so einfach, auf die erste Seite zu kommen. Ich verderbe auch ganz schlicht und ergreifend vielen Angreifern den Spaß an der Sache. Ja, also wenn ich keine Suchergebnisse auf Seite 1 habe und die wissen, okay, mit einem einfachen Blogartikel und einem Blogkommentar komme ich schon auf Seite 1 und ärgere die damit, dann ist das eine Sache. Wenn ich tatsächlich eine feststehende erste Seite habe, die ich gut gepflegt habe, ja, verhindere ich schon bestimmte Angriffe einfach im Keim. Ja. So, jetzt haben wir mal den klassischen Fall sozusagen oder das Angstszenario eines jeden Unternehmens, das ist nämlich der Shitstorm. Wir haben die Situation, dass auch die
klassische Medien die Angst vor dem Shitstorm ja auch noch mal schüren. Das heißt, also da sind wir ja so ein bisschen schließlich der Kreis wieder mit unserer Skandalisierungsspirale. Das heißt, wenn ich einen Shitstorm habe, dann kann ich darauf warten, bis auch klassische Medien darüber berichten. Je nach Umfang des Shitstorms ist es dann vielleicht eher ein lokales Medium. Oder halt, ich schaffe es sogar mit ein bisschen Pech bis in die Tagesschau. So, aber auch das wird wieder aufgegriffen. Also da gilt auch wieder das Gesetz der großen Zahlen. Wenn sich ganz viele Menschen daran beteiligen, dann denken sich alle Redaktionen, darüber müssen wir aber jetzt mal berichten. So, ja. Und dann wird auch der Letzte wieder darauf aufmerksam. Ja, so ein bisschen, wie du was vorhin gefragt hast mit der Fußgängerzone. Dann wird auch der Letzte darauf aufmerksam und guckt sich das im Netz nochmal an. Dann steigen irgendwie die Klickraten, weil wir gerade bei den Suchmaschinenergebnissen ja viel über Traffic heute machen. Und dann habe ich plötzlich wieder die Negativ-Suchergebnisse, die oben fest zementiert in meinen Top 10 stehen. Also auch da, Obacht, wenn wir schon im Shitstorm sind, dann haben wir die klassischen Medien, die das im Zweifel noch hypen. Welche Varianten haben wir in einem Shitstorm? Was sind die drei grundsätzlichen Regeln? Zuhören, informieren, Dialog. Das ist im Grunde der klassische Dreiklang der Social Media, gilt aber natürlich irgendwie auch im Shitstorm. Das heißt, erstmal selektieren. Ich kann auch Sachen, auch wenn es mal so schön heißt, im Shitstorm bloß irgendwie nichts löschen. Erfahrung zeigt, dass es eigentlich ganz anders ist. Natürlich kann man Dinge löschen im Shitstorm. Man sollte auch Dinge im Shitstorm löschen. Also man muss sich nicht alles gefallen lassen. Man kann das sehr stark selektieren. Wichtig ist ja, dass diejenigen, die wirklich mit mir in Dialog treten wollen, dass ich die informieren kann. Und das kann ich sicherlich nicht, wenn die sich durch einen Wust tatsächlich erstmal von Informationen durchklicken müssen und tatsächlich darum kämpfen, überhaupt irgendwas auf meinen Kanälen wahrzunehmen. Das heißt, auch da muss ich Ordnung schaffen. Krisenkommunikation, wir haben schon gesagt, muss schnell gehen, ist dynamisch. Wir haben mal ein paar Maßnahmen irgendwie rausgegriffen. Unter anderem eben das Thema Darkside. Darkside ist eine Webseite, die ich am besten eben schon vorher erstellt habe, in der Dunkelheit, um sie dann in der Krise ans Licht zu führen. Und das heißt, diese Seite ist eigentlich komplett vorgebaut. Wir reden auch gerade in der Krisenkommunikation, auch gerade im Akutreputationsmanagement davon, dass wir in Szenarien denken. Das heißt, wir haben ja bei jedem Unternehmen möglicherweise kritische Szenarien, die auf der Hand liegen, was weiß ich, Produktionsausfall, Verunreinigung, was auch immer. Ja. Diese Szenarien gehen durch. Ich habe zwar den Auslöser nicht, also ich weiß nicht, ob es hinterher ein Metallteil ist oder ob es ein Glasbaustein ist oder was auch immer hinter der Auslöser gewesen ist für diese Verunreinigung oder Rückrufaktion, was auch immer dann der Krisenfall ist, aber ich kann es zumindest mal generisch vorbauen. Also das heißt, ich baue mir Seiten und mit entsprechenden Antworten, die ich dann nur noch spezifisch befüllen muss. Ich habe aber schon im Grunde das Grundgerüst, weil was ich in der Krise eben nicht habe, das ist Zeit. So, und am besten ist es, auch wieder, wenn wir über die Bereinigung sprechen, am besten ist es, dass ich die kritischen Postings, die Kommentare, alles das, was da kommt, eben auf eigenen Kanälen habe, weil das kann ich hinterher gut administrieren, das kann ich gut moderieren. Und das kann ich auch im Nachgang gut aufräumen. Wenn ich das irgendwie im Wildwuchs als Kommentarfunktion unter irgendwelchen Zeitungsartikeln habe, wird es ein bisschen schwierig. Und wenn ich das halt irgendwie in irgendwelchen Verbraucherforen habe, wird es irgendwie auch schwierig. Mhm. Das heißt also, da tatsächlich Kanäle anzubieten, wo ich dann auch wirklich mit den entsprechenden Betroffenen kommuniziere, ist ganz, ganz wichtig, weil es eben dazu führt, dass ich diese Dinge hinterher kontrollieren kann, vor allem eben dann, wenn die Krise vorbei ist. Ich kann auch hier kann ich zum Beispiel AdWords-Kampagnen nutzen. Das heißt, dass ich AdWords-Kampagnen vorherstelle, sind eigentlich, also das, was eigentlich für Werbung gedacht ist, nutze ich, um tatsächlich die ersten Ergebnisse zu dominieren, um hier auf jeden Fall Deutungshoheit zu haben. Ne, auch da wieder das Thema Deutungshoheit. Das heißt, ein Suchergebnis in den Top 10 ist auf jeden Fall von mir. Ja, und dafür nutze ich tatsächlich AdWords. Damit kann ich die Landingpage, meine Darkside bewerben und natürlich auch entsprechend Informationen an die Verbraucher geben, sodass ich nicht die ganz diffuse Situation habe, dass sie sich irgendwo informieren, sondern ich stelle das zur Verfügung. Auch allein die Tatsache, dass ich das tue, ist ja schon ein positives Reputationsthema und auch in Reputationsgewinn. Mir ist eben nicht egal, was meine Kunden tun, denken und was sie hier in der Krise machen müssen.
So, haben wir auch schon gesagt, dass wir im Grunde, also wir können auch unseren Regeln kommunizieren und wir können halt genau diese technische Peripherie, die wir einmal aufgebaut haben, können wir eben für verschiedene Krisen nutzen. Dafür sollte ich halt im Vorfeld entsprechend die relevanten Szenarien definieren. Ich muss mich jetzt nicht auf jeden, auf alles vorbereiten, aber zumindest mal auf das Wichtigste. Das Entscheidende ist auch nochmal beim Reputationsmanagement, dass nicht nur ich oder nicht nur das Unternehmen selber natürlich sprechen sollte, sondern auch Menschen um das Unternehmen herum. Wir haben als Beispiel, wir haben einen Lebensmittelhersteller, der ist auf die Idee gekommen, lebendige Larven zu verschicken. Und zwar Larven von Schmetterlingen. Und da kann man sich ja ausrechnen, dass das irgendwie ein ganz starkes Tierschutzthema ist. Also wir haben uns auch vorher sehr, sehr deutlich informiert. Das Problem war nur, dass diese Kampagne schon stand. Also die war schon geplant. Und dann haben wir mit entsprechenden Experten gesprochen, die sich mit dem Thema Schmetterlinge, Insekten in Deutschland sehr, sehr gut auskennen. Die haben uns versichert, dass das unproblematisch ist. Und dass es für Kinder ein ganz tolles Ereignis ist, tatsächlich dann mal so einen schlüpfenden Schmetterling zu sehen. So, ein Problem ist halt nur, visuell ist halt so ein Kokon. Der hängt halt irgendwie in so einem kleinen Käfig. Und das sieht auch so ein bisschen aus, als würde da Blut rausfließen, bevor die schlüpfen. Also das ist auch visuell so ein bisschen schwierig, sage ich mal. Und dann weißt du ja schon auf Social Media, um Gottes Willen, also da wird irgendwie was passieren. So. Also sind wir hingegangen und haben erstmal diese ganzen Larven an Kinder geschickt, also an Kinderheime. Wir haben ganz viele Schulkinder gehabt, die tatsächlich glücklich Schmetterlinge freigelassen haben. Also wirklich auch für die ein ganz tolles Ereignis. Die haben uns Bilder gemalt, also fanden die ganz großartig. Das heißt, wir hatten wahnsinnig viel Material zur Verfügung, was wir spielen konnten. Und klar, als das Ding flächendeckend rausgegangen ist, kamen natürlich die ersten Stimmen. Oh, irgendwie Tierschutz und ganz irgendwie und so weiter und oh, guck mal hier und da ist Blut, was da irgendwie rausläuft und wenn die da schlüpfen. So. Und dann konnten wir halt tatsächlich gegensteuern, A, mit den Experten und B, mit den Kindern. Also viel mehr, als dass Kinder sich freuen, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben Schmetterlinge wirklich gesehen haben, ja, wie die geschlüpft sind aus den Händen haben fliegen lassen und so weiter. Das war wirklich ganz großartig und das lässt natürlich dann auch die Kritiker in der Situation auch verschwommen. Das heißt aber, das muss auch gut vorbereitet sein, diese Influencer anzusprechen, wenn ich schon in der kritischen Situation bin. Also dann den Experten zu holen, ein bärtiger älterer Herr, ganz großartig, hat das genau erklärt, dass da nichts passieren kann, dass das ganz wichtig sogar für die Natur ist, dass es auch nichts ausmacht, so viele Schmetterlinge wieder in die freie Natur zu entlassen und so weiter. Die brauchst du aber vorher. So etwas musst du vorproduzieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass es bei Werbeaktionen möglicherweise Schwierigkeiten geben kann, dann machen wir das auch mit großen Agenturen, setzen wir uns zusammen und klopfen das auf diese kritischen Punkte ab und antizipieren die, denken die vor und gucken, dass wir halt tatsächlich dafür auch schon etwas in der Hinterhand haben. Aber eben im Vorfeld nicht, wenn es dann schon passiert ist, dann ist es oftmals zu spät. Ja. Auch hier, genau, präventiv müssen die gewonnen werden. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Die Folie können wir dann einmal überspringen. Ja. Wichtig ist, dass wir ein entsprechendes Team aufbauen und Aufgaben verteilen in der Krisensituation. Das heißt also Krisenstab, Reputationsstab, wenn man so will, auch mit dem SEO, mit den Online-Marketing-Profis, ganz, ganz wichtig. Die müssen da auch mit an den Tisch. Sind sie aktuell vielfach nicht, schlicht und ergreifend. Das ist zwar, wie schon gesagt, Chefsache, aber am Ende des Tages, wieso online? Ja? Und erst dann, wenn die Unternehmensführung darauf angesprochen wird, ist es so, dass man sich dann darüber Gedanken macht, wie man die Dinge aus dem Netz möglicherweise wieder rauskriegt. So, wenn wir also über den Shitstorm sprechen, um das Beste irgendwie aus der Situation rauszuholen, Shitstorm ist grundsätzlich nie gut, dann haben wir einen Shitstorm-Simulator entwickelt. Das heißt, ich war es so ein bisschen leid, ehrlich gesagt, Steven, irgendwie dann nur so theoretisch drüber zu sprechen und zu sagen, Mensch, irgendwie müsst ihr mal, könnt ihr mal, sollt ihr mal, sondern halt tatsächlich hinzugehen und das wirklich zu verproben. Und da haben wir dann entsprechende Szenarien, die wir gestalten. Wir setzen uns mit den Unternehmen hin. Wir bilden einen Krisenstab und die kriegen live sozusagen, werden die am Shitstorm-Simulator trainiert. Das heißt, denen fliegt halt tatsächlich etwas um die Ohren und die müssen darauf reagieren. Das heißt, die sind unter Beschuss und das Team, was normalerweise Social Media macht oder in der Krisensituation kommuniziert, muss dann halt entsprechend
agieren. So, daran lerne ich halt tatsächlich, wie reagiere ich auf Kritik, welche Eskalationsstufen gibt es. Ja, wir fahren auch die Eskalationsstufen hoch, dass man sagt, irgendwie jetzt geht zum Beispiel noch eine, jetzt ist zum Beispiel noch eine Organisation dabei, die darauf aufspringt und so weiter, gibt es halt entsprechend mehr Druck. Und wie gehe ich halt in der Situation vor, wie kriege ich das im Grunde genommen gelöst, wie kriege ich auch Informationen aus dem Unternehmen selber raus, sodass ich halt die internen Prozesse dann auch nochmal durchlaufe und weiß, wo kriege ich denn eigentlich irgendwie die relevanten Informationen auch aus dem internationalen Unternehmen her, um dann entsprechend zu agieren und auch, dass ich eben auch was dazu schreiben kann und nicht nur irgendwie mit einer Hinhaltetaktik unterwegs bin oder irgendwelche Floskeln die ganze Zeit raushauen. Das heißt, individuelle Szenenentwicklung, Vorbereitung des Shitstorm-Simulators, angepasst auf das Unternehmen, dann entsprechend wird das Team geschult und dann gibt es eine Nachbereitung, wo wir dann das eben auch nochmal qualifizieren und quantifizieren, wie mit dem Shitstorm umgegangen worden ist, ob man da die richtigen Schritte ergriffen hat. Und das machen wir dann eben regelmäßig, um dann auch zu gewährleisten, dass man nicht in der Krisensituation dann da steht und nicht weiß, was zu tun ist. So, Aufräumen haben wir schon gesagt. Irgendwie wir müssen halt am Ende des Tages zusehen, dass wir die Dinge, die im Netz dann sich verhaftet haben, dass man die dann auch wieder löst und wieder rauskriegt. Das ist ganz entscheidend und da spielt der SEO auch eine ganz wichtige Rolle. Da spielt es eine ganz wichtige Rolle, dass man diese Dinge halt tatsächlich auch mit entsprechenden Gegendarstellungen, auch mit Inhalten und so weiter dann auch im Netz wieder rauskriegt. Also es funktioniert sicherlich nicht, wenn wir keinen neuen Inhalt haben, sondern es funktioniert nur, wenn wir auch wieder was zum Kommunizieren haben. Also das reine Löschen funktioniert ganz oft nicht. Das heißt, ich brauche tatsächlich, wir haben das an den Beispielen gesehen, brauchen wir auch neue Inhalte. Das heißt, auch das ist wieder ein Content-Thema, das ist ein SEO-Thema, das ist auch ein Online-Marketing-Thema. Und da spielt dann letztendlich das Online-Marketing auch wieder eine ganz, ganz entscheidende und wichtige Rolle. Und was ich natürlich berücksichtigen muss, ich würde auch immer einen Juristen zu Rate ziehen, wir machen das auch, dass wir halt tatsächlich dann auch entsprechende Negativbewertungen und beleidigende Bewertungen, dann, die muss man sich nicht gefallen lassen. Das Gleiche gilt auch für die Kommentare, die kann man eben auch löschen. Ja? Aber da braucht man dann halt eben auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen juristischen Beistand. So, den würde ich auf jeden Fall dann nochmal ins Team mit aufnehmen. Gut, danke dafür. Wir sind leider schon, haben die Stunde schon voll. Ich weiß nicht, ob wir noch vielleicht 5 Minuten haben, um Fragen zu beantworten von den Teilnehmern. Wir haben eine Frage, die lautet, vielleicht Christian, kannst du was dazu sagen? Was ist mit sozialen Netzwerken, wo man nicht reinkommt? Du hast vorhin gesagt, dass man quasi öffentliche Open-Source-Informationen hat, aber gibt es eine Möglichkeit bei sozialen Netzwerken, wo man sonst nicht reinkommt, da was zu machen? Ja. Ja, also das ist ja auch der Grund, warum wir, ich meine, wir haben es auf der ersten Folie gesehen, dass wir da im Grunde genommen im Bereich Intelligence und auch im Bereich, sagen wir mal, von Informationsbeschaffung unterwegs sind. Das heißt, wir brauchen auch Personen ganz oft, die sich in Netzwerke, in geschlossene Netzwerke hineinbegeben. Das ist nicht nur online so, das ist auch ganz oft offline so, speziell wenn es irgendwie um extreme politische Gruppierungen geht. Das heißt, da muss man tatsächlich dann in diese Netzwerke rein. Also und zwar wirklich mit entsprechenden Profilen, die man, also Fake-Profilen oder Profilen, die man sich aufgebaut hat. Und je nach Netzwerk ist es schon auch viel Arbeit. Das muss auch vorbereitet werden. Also nur mit einem halbgaren Fake-Profil kommen die Dinge nicht rein. Ja. Also das ist dann auch wieder, genau, das ist dann wieder Arbeit im Vorfeld. Da muss man sich eine komplette Scheinvita auch aufbauen. So, und dann kommt man aber auch in diese Gruppen rein. In der Regel. So, und dann kann man die natürlich auch monitoren. Ja. Aber das ist dann wieder tatsächlich kreative, händische Arbeit. Ja. Ja. Gut, und eine andere Frage ist, wie kann man die Selbstdarstellung in den SERPs beeinflussen oder bearbeiten? Also wenn damit Knowledge Graph, Knowledge Panel gemeint ist, ist das ganz klassisch der My Business Eintrag, den man bearbeiten kann. Und wenn es um das organische Suchergebnis für das eigene Unternehmen ist, dann mit den Sitelinks und den Verzeichnissen, das ich gezeigt habe, das ist dann sozusagen also zum eigentlich ein technisches SEO-Thema, dass man sich mit dem SEO zusammensetzt und das entsprechend aufbaut, dass die Crawlbarkeit und die Auffindbarkeit die Verzeichnisse
von Google über die interne Verlinkung für relevant gefunden werden und das entsprechend auf den für relevant gefundenen Verzeichnissen die Meta-Beschreibungen gut passen. Also das ist jetzt sehr schnell zusammengefasst, aber im Grunde genommen ja, also wenn das Ihre Website ist, dann haben Sie da wirklich die Kontrolle und da können Sie auf jeden Fall ransetzen. So, dann, ich glaube, die weiteren Fragen sind soweit schon abgedeckt worden von dem, was wir vorgetragen haben. Christian, möchtest du noch ein Schlusswort geben oder bist du soweit? Also ich würde tatsächlich nochmal, also was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde, ist tatsächlich, dass dieses ganze Online-Reputationsthema, Krisenthema heutzutage auch, dass das tatsächlich auch also wahnsinnig wichtig ist, dass diejenigen, die normalerweise eigentlich nach vorne gerichtet Chancen wahrnehmen, Online-Marketing machen, SEO machen, dass die eben auch Teil der Problemlösung sind, auch in Krisenfällen. Ja, das ist momentan völlig unterbewertet. Ja. Und dafür muss man sich auch stark machen. Online-Reputationsmanagement ist ein wichtiges Thema. Krisenmanagement ist ein wichtiges Thema. Und online spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und früher waren wir dann noch irgendwie Exoten und hat irgendwie jeder so ein bisschen belächelt und gesagt, naja, wieso soll denn da einer vorher einen googeln? Da gebe ich die Visitenkarte ab. Das hat sich einfach deutlich verändert. Und genau so muss man diese Teams und muss man die Herangehensweise auch in Krisen auch neu definieren und in kritischen Situationen auch im Vorfeld. Online-Reputationsmanagement bedeutet irgendwie tatsächlich dann auch einen Schutzwall aufzubauen und da ist halt tatsächlich Online-Marketing gefragt und da sind auch Experten auf diesem Gebiet gefragt und dafür würde ich gerne an der Stelle nochmal eine Lanze brechen. Das war mir nochmal wichtig. Okay. Gut. Dann Dankeschön. Ich glaube, ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihre Teilnahme. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Da gibt es die Feedback-Funktion. Das hilft uns immer dann auch weitere Themen, die für Sie interessant sein könnten, zu behandeln. Ich hoffe, Sie haben was gelernt. Ich bedanke mich auch bei dir, Christian. Ich fand das ein gelungenes Webinar und wir freuen uns. Bis demnächst. Super, danke. Dankeschön.